Ja. Leb wohl. Du möchtest schon gehen, unser Gespräch ist beendet. So. Du. Rüstung. Und Angriff. Söldner. Okay, erstmal die Nahkämpfer. Durens. Platziere mal eine Falle. Okay, Imotak ist ausgeschaltet. Was auch immer du gerade machst, Durens, das ist nicht gut. Okay, Alof ist ausgeschaltet. Das ist nicht so toll. Na, mach mal das, Durens. Okay. Bärengefährte, bewusstlos, Söldner, wo bist du eigentlich gerade? Du bist da und klopfst dich mit dem Söldner, versuche ihn mal umzuwerfen, so. Du stehst da und klopfst auf den, na, Bärengefährte ist bewusstlos. Versuch mal den Schützen da wegzukriegen. Und da ist du jetzt gefallen. Obwohl, erstmal müssen die Söldner weg. Und du brauchst einmal Hand auflegen. Au, die haben irgendwelche bösen Zauber drauf. Okay. Edda, meine Heilung. Du. Bärengefährte Schütze. Okay, Fenris hat's erwischt. Kriegst du die Söldner irgendwie nicht tot? Die sind das Problem. Ich muss erstmal den Priester tot kriegen, weil der heilt alles. Kannst du irgendwas zaubern außerhalb des Kampfes? Zweifel. Göttliches Mal. Schläge der Säule des Glaubens. Das sollte ich mal zaubern. Hm? Okay. Den Text kennen wir alle schon. Wer bist du? Was tust du hier? Fortschritte. So. Du. Nein, nicht das da. Das hier. Okay, und als nächstes. Das hier und. Auf den Spurenleser. Okay. Die andere Truppe, wo ist der Priester da? Der kriegt jetzt erstmal volle Breitseite. So. Priester ist ausgeschalten. Durens, du machst schon mal eine... Nee, Durens, du versuchst erstmal wieder umzuschmeißen. So, dann ziehst du dich zurück. Alof. Alof wird gerade
angegrapscht. Okay, Alof bewusstlos. Du, Hand auflegen bei Edda. Söldner, Söldner. Okay, der Söldner, der macht Sagani wirklich zu schaffen. Das ist nicht so gut. Du heil dich mal selber. Sagani. Du. Heilung auf Edda. So. Okay, der ist ausgeschalten. Nee, die Fernkämpfer konzentrieren sich auf die anderen Fernkämpfer. Okay, Sagani ist jetzt auch umgefallen. Nee. War das jetzt der Autosave oder der Quicksave, den ich geladen habe? Ich wollte nämlich den Quicksave laden. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Das ist es ja. Die Nahkämpfer sollten den Bären loswerden. Der geht nämlich schnell down und macht dann nicht mehr so viel Schaden. Die Fernkämpfer müssen den Priester loswerden und dann müssen wir gucken, dass wir die beiden nervigen Nahkämpfer loswerden, also die schnell tot gehen, und dann die Fernkämpfer loswerden mit den eigenen Fernkämpfern. Hey. Hey. So. Weiter, weiter, weiter. Ja. Leb wohl. Durenz. Das da. Ihr auf dem Bären. Ihr auf den... Nicht auf den Wanderer. Bär. Söldner Spurenlöser. Söldner. Na doch, mal auf den Wanderer. Da ist der Priester. Da auf den Priester. Okay, Priester ist weg. Das heißt, du gleich nochmal. Auf den Söldner. Die alle auch auf den Söldner. Durenz macht schon mal eine Heilung. Okay, einer unserer Wölfe ist ausgenockt. Du, den da weg. Mach den da schneller mal weg. Du. Umhauen bringt nichts. Aber vieren. So. Ihr könnt alle auf den Armbrustschützen schießen. Du heilst dich selber und kämpfst dann einfach weiter. Durenz, Alof, auf den Armbrustschützen. Okay, Durenz, Heilung auf Alof. Du einen verwundeten Pfeil, da ist der schon mal tot. Du einen verwundeten Pfeil auf den. Okay, Alof ist noch im Spiel. Söldner Spurenleser. Okay, Söldner Spurenleser ist tot. Daneben der Söldner hier.
du benutzt mal so eine Heilung. Okay. Anov ist ausgeschaltet, hat aber super Arbeit geleistet. Ich habe noch Verletzungspfeile für den da übrig. So, und Durenz. Push mal die Rüstung vor denen wieder hoch. So. Du heißt dich nochmal mit deiner Hand auflegen. Und jetzt sind nur noch die Söldner übrig. Du hast doch diese Säule des Glaubens. Mach die mal hier hin. Okay. Mach mal den. Die Söldner sind die Nervigen. Edda, versuch mal den Söldner umzuwerfen. Das hat sogar geklappt. Versuchen wir mal, den da auszuschalten. Oh ja, das könnte gut passen. Das war nicht so gut. Achso, das erzeugt er um sich selber. Border Republics. Okay, der ist ausgeschalten. Versuchen wir mal, den Wanderer jetzt auszuschalten. Das ist nicht gut, wenn Palegina fällt. So. Palegina halte ich am besten nochmal selbst. Du machst eine kleine Heilung auf sie. So, jetzt ist nur noch der Söldner übrig. Setzen wir dem mal ein Zeichen. Und ängstigen ihn nochmal. Und machen auch noch ein Verbot auf ihn. Versuchen ihn noch umzuwerfen. Okay, verletzt ist er schon mal. Ach, Durenz, du kannst ruhig weiter mit drauf schießen. Okay, für Palegina ist es besser, wenn sie jetzt mal umfällt. Oh, der Söldner heilt sich ja auch. Fällt mir gerade so auf. Kann ich sie mal mit Furcht erfüllen? So, jetzt ist sie verängstigt. Oder er. Klingt aber eigentlich nach einer sie. Oh, das könnte doch gut sein. Abwehr sinken. Okay, wenn wir in Goldtal sind, müssen wir erstmal eine Runde schlafen. Aber hey, das hat sich gelohnt. Wow, das hat sich sogar sehr gelohnt. Gute Streitäxte. Rieselschwamm. Gute Schilde. Toter Mann steht. Toter Mann steht. Verzögerung, Bewusstlosigkeit um 5 Sekunden. Gute Rohhautrüstung, guter Plattenpanzer. Ja, nimm du die mal. Oh, das war nur ein Teil. Hier haben wir noch mehr. Gute Armbrust, gute Arkebuse, Haube.
Und hier nochmal. So. Toter Mann steht. Könnte sie gut gebrauchen, verwenden. So, Palegina muss am meisten regenerieren. Und wir können jetzt weiter nach Goldtal, würde ich sagen. Weil die Mission